Ja. Ach, das ist nur da hinten. Oh, nee. Der Blödsinn-Dings. Die haben wir von uns. Okay, ach stimmt, ja, da muss man dann ja rechtzeitig in Deckung gehen bei den Viechern. Ein Mädchenleichnam. Und die hat Alkohol mit dabei. Na doch, hier haben wir. Eins haben wir noch. Nee, hier haben wir auch noch was. Die Honigwabe! Mit der können wir auch was anfangen. Wir müssen zumindest hier den Alkohol mitnehmen. Und wieder Ertrunkener. Ja, ich bin wieder zu spät ausgewichen. Na komm, die kleinen Trunkenen. Na komm. Hier dich nicht. Du dich auch nicht. So, waren das jetzt alle? Warte mal. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Platz im Inventar kriegen. Essen wir mal ein bisschen was. Und nehmen mal eine Schwalbe noch. So, und hier haben wir auch das Büffelkraut. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Nee, scheinbar nicht. Ich möchte auch gar nicht wissen, wieso man einen Turm im Sumpf baut. Wobei, wir hatten ja schon was darüber gelesen, deswegen... gibt es ja seltsamerweise Gründe dafür. Ich glaube... stimmt, das ist einer von diesen Türmen, die wir in der eigenen Geschichte da gelesen hatten. Das ist Kalksteiner, glaube ich, erzählt hatte. Oh, was in dem Buch da stand. Es waren ja zwei Türme, glaube ich, die eingestürzt sind und der andere, das war auch eingestürzt, steht aber, glaube ich, noch teilweise. Da ist ein Squirtle. Du bist hässlich, lass mich in Ruhe. Frag mich bis heute noch, wie man diese Viecher eigentlich ausspricht. Dich nehmen wir auch mal mit. Und hier möchte ich gerne einmal hin. Menschen sind Eindringlinge. Wir wollen die Welt zurückerobern, die einst uns gehörte. Na, viel Glück dabei. Lager auf der Insel. What is Kundschafter? Krieger? Kundschafter? Und ein unbekanntes Kraut? Seid so gut und lasst mich in Ruhe. Wenn ich an meine Artverwandten denke, die in den Städten der Menschen verrotten, ist mir zum Lachen zumute. In Vizima musste ich als Anderling eine Steuer bezahlen. Hier schreibt mir keiner vor, was ich zu tun habe. Okay. Ist kein sehr schönes Lager, aber es dient seinem Zweck. Also ja, das ist immer noch dieses unbekannte Kraut.
Ihr stinkt, Mensch. Entschuldigung. War ich vorhin extra duschen? Weißt du, wird man ja auch noch beleidigt. Ein Wunder, dass die Menschen die nicht mögen. Okay. Da ist Großväterchens Haus. Da möchte ich auch einmal kurz hin. Hoffnung, dass wir da irgendwie hinkommen. Ah, und hier ist der Magierturm. Zu dem wir allerdings erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt hin müssen. Es fehlen ja immer noch, ich glaube, 4 Steine. Ja. Ja, 4 Steine fehlen uns. 6 von 10 haben wir. Okay. Ertrunkenen Totenvertrag haben wir auch fertig. Hier kann man noch nichts. Nee. Hier kann man noch nichts machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da tolle Sachen im Turm gibt. Und ich glaube, hier gab es später auch einen Bosskampf, der zumindest einfacher war als das Ding mit dem. Mit den komischen Hunden im ersten Kapitel. Das war ja echt einfach nur nervig. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch nur ich damit Probleme hatte. Ich weiß nicht, wer von euch das da auch schon gespielt hatte. Ah, hallo! Wie kurz bin ich? Kurz bin ich. Ich bin schneller zu. Und stimmt sogar. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn wir da hinten lang gegangen wären, oder? Ja, okay. Von hier hinten sowieso lang. Ja, nee, warte. Warte, bis ich wieder an Land bin. Das hier ist Großväterchens Hütte, hä? Ich glaube, doch, die hat sie beim letzten Mal auch entdeckt, aber sie hatte keinen Sinn und Zweck. Wahrscheinlich, weil ich Großväterchens Aufgabe da nicht gemacht hatte. Gehe ich mal stark von aus. So, gucken wir doch mal rein. Ja, diesmal ist auch jemand zu Hause. Beim letzten Mal war nämlich durchgehend keiner zu Hause. Das Ding haben wir schon. Wir klauen ihm einfach hier mal ein bisschen was. Abgenackte Menschenknochen. Hirn. Mir wird übel. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich hab schon wieder Hunger. Und dem habe ich geholfen? Das war das Büschelkraut. Gott, wir haben so viel und so trotzdem kommen wir nicht voran. Da, Kannibale. Ich muss einen Kannibalen suchen, der in einer Hütte im Sumpf lebt. Ah, okay. Das ist mein Haus. Stammen dieser Schädel und das Hirn auf dem Tisch von Menschen? Ja. Und das Fleisch? Das auch. Teller und ein Becher. Kein Grund, sich zu ereifern. Hört euch meine Gründe an. Ich weiß nicht, was für Gründe ein Kannibale haben könnte. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Warum esst ihr Menschenfleisch? Ich mag es halt. Es erhöht die Lebensenergie und schmeckt nach Hühnchen. Ein Pfund Menschenfleisch entspricht... Verschont mich. Ihr habt doch gefragt. Ich halte mich aber an gewisse Regeln. Ich esse niemals Kinder. Wirklich lobenswert. Den Sarkasmus könnt ihr euch sparen. Manchmal vertilge ich einen Druiden oder Ziegelbrenner. Elfenfleisch schätze ich ganz besonders. Es ist sehr aromatisch und auf natürliche Art mit einem Hauch von Gewürzen und Wurzeln versetzt.
Und was ist mit Zwergenfleisch? Sehnig und zäh. Ehrlich gesagt habe ich das nur einmal gekostet und bin nicht sicher, ob es wirklich Zwergenfleisch war. Zu meiner Schande musste ich mit einem Ertrunkenen darum kämpfen. Das blutige Stück, das ich mir holte, wies kaum Erkennungsmerkmale auf. Genug. Wie ihr wollt. Ich sage nichts mehr. Ihr verdient es nicht zu leben. Hossa, ihr könnt mich jederzeit töten, aber lebendig bin ich nützlicher. Ich kenne diesen Sumpf bestens. Ich könnte euch sicher helfen. Ich glaube euch nicht. Ihr flieht doch, sobald ich weggehe. Ich bin zu alt, um wieder wegzulaufen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid hergekommen, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Sie zu beenden muss doch wichtiger sein als ein altes Ungeheuer. Ich weiß, Antworten auf viele Fragen. Also gut, ihr bleibt am Leben. Vorerst. Danke. Als Geste des guten Willens gebe ich euch das Rezept für einen Trank. Diese Information könnte nützlich sein. Gut. Können wir nochmal mit ihm reden? Okay. Auf Feed. Okay. Gut, okay, jetzt komme ich noch gar nicht mehr klar, ja? Wir gehen jetzt mal hier raus. Wieder einmal. Gucken, ob wir jetzt bald mal den Sumpf. Ja, doch, wir haben ihn fast, außer hier halt die Flächen, fast komplett erkundet. So, jetzt sind wir auch relativ wieder hier am Anfang. Jetzt schauen wir. Hallo Hühnchen. So ein Sieht doofes wie ein Spiel. Dorf von Ziegelbrennern aus. Und wir hier irgendwo noch jemand finden, der mit uns reden möchte. Auch ich preise die Götter. Ist sie zu Hause? Ja. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska, ich bin die Dorfälteste. Geralt, Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ja, Fragen habe ich viele. Ich weiß nicht, ob du sie mir auch beantworten kannst. Wir können auf jeden Fall mit ihr Würfel spielen. Das ist, oder zumindest pokern, das ist gut. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als
als wären sie ertrunken. Na, also wieder und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Ja, das passt. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Okay, also da, wo wir quasi vorhin dran vorbeigelaufen sind. Wollt ihr? Ja. Ich war nur lange nicht fertig mit Fragen. Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist das profitabel? Nein, obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Unter anderem? Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Wie immer. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen, und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Okay, das heißt, dann sind wir auch schon mal ein bisschen weiter. Ich muss alle Trunkenen töten, bevor ich zu was gerade zurückkehre. Ja, aber ich möchte immer noch pokern. Ja, spielen wir. Sie lässt sogar mit sich spielen, würde ich sagen, aber das klingt etwas sehr falsch. Aber komm. Vielleicht gewinnen wir ja diese Runde wieder. Das ist natürlich die Frage. Komm, riskieren wir es. Ja. Gut. Oder auch so. Da macht es nämlich jetzt Platz. Ja. Ich habe es fast befürchtet. Vier, fünf. Frage ist, ist das jetzt höher? Ja gut. Versuchen wir es einfach. 4, 4, 4.
Okay, wir haben gewonnen tatsächlich. Na schön. Ja, ich möchte gerne erhöhen. Jo, wir haben gewonnen. Okay. Das sieht sehr seltsam aus. Und dann gehen wir einmal raus. Mich wundert halt immer noch, dass es noch nicht Nacht ist. So. Was war das? Das war nur ich. Such dir eigentlich ein Kind. Boah, hier sind aber echt viele drin, ne? Was sollst du mir eigentlich die ganze Zeit dazwischen? Die Götter kommen. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. Okay. So. Hier hinten ist noch einer. Okay. Jetzt können wir zu Vaska zurückkehren. Dann haben wir diesen Auftrag nämlich auch fertig. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Wieder einen Auftrag fertig. Was war das? Nichts zu tun. Hallo Vaska. Wollt ihr etwas fragen? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Ah. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Dann brauchen wir seid ja nur noch gesegnet. Drei? Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Ist hier gut. Ich habe die Aufgabe abgeschlossen, anstelle der Belohnung habe ich einen magisches Vierer bekommen. Amanum Gual Eert. Ich brauche noch drei. Okay, drei sind ja kein Problem. Gut, können wir uns einmal kurz an einem Lagerfeuer setzen? Dann können wir einmal kurz die neuen Talente verteilen. Sogar sechs Stück. Machen wir das einmal. Wie kriegt man... Ich weiß immer noch nicht, wie man an diese Dinger herankommt. Ich weiß, dass man... Oder ich glaube, man braucht bestimmte Alchemiezutaten dafür, aber ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen ich die hier kriege. Ich weiß es einfach nicht. Einmal habe ich es durch Zufall hingekriegt. Das war damals im Let's Play, aber ich weiß nicht, was ich dafür gemacht habe. Kein blassen Schimmer. Stark Energieanordner, Macht, Giftresistenz. Wir machen einmal Giftresistenz. Und hier sind wir bereits fertig. Das machen wir auch einmal.
Wenn können wir noch nicht verursacht Schmerzen und Schaden abhängig von der Zeichenintensität. Ja, ich möchte erstmal hier eigentlich die Zisern hier fertig machen. Bevor ich mich hier an dem zweiten Strang beglüge. Er sieht auf jeden Fall schon besser aus als damals im Let's Play. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man hier an diese ausgegrauten Dinger reinkommt. Weiß nicht, vielleicht können wir das irgendeiner mal klären. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es tatsächlich mal nachgelesen. Ich blick da. Nee. Irgendwie nicht. Verständnis gleich Mühe dafür. Genauso wie ich das mit dem Verbesserung der Waffen nicht ganz verstehe. Wenn man... Also was man hier mit diesen Meteoriten machen soll. Ich meine, man braucht da 3 Stück für, aber da habe ich dann wieder keine Ahnung von. Ja, braucht ihr ein Boot? Ja, einmal bräuchte ich kurz ein Boot. Was wollt ihr? Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich! Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Hier, 5 Büschelkrautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch. Mhm. Was wollt ihr? Kann ich einfach damit abhauen mit dem Geld? Wir sehen uns. Wer möchte übersetzen? Ja, okay. Ich kann ihn nicht einfach mit dem 400 abhauen. Der braucht das doch nicht. Um Boot zu bezahlen. Muss ich hier noch irgendwas für einen Ruf nach Berengar suchen? Okay, die beiden Sachen kann ich hier noch machen. Das Kalkstein Gärtner Siegfried. Wo kriege ich denn die anderen Wölfe noch her? 5 Wölfe fehlen uns noch. Ich muss den Beweis für den Typen der Echisprozenten bringen. Was ist das hier? Hier nur 5 Bünde Schöllkraut. Brauchen wir noch. Okay, das müssen wir nachts dann nochmal machen. Okay. Schöllkraut, hä? Hier ist Schöllkraut. Okay, das hätten wir auch schon mal. Also, Tongruben. Bei den Tongruben. Berengar. Ah. Oh ja. Wie kriege ich den unbekannten Trank denn da jetzt nochmal mit hin? Warte, ich kann den Käse aufessen. Also, den Trank muss ich eigentlich ungern hier liegen lassen. Ungeheuer, das Fleisch, dieses Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden. Dein Schaf ist noch dazu. Ist doch schon... Ja, Berengar ist tot. Ich werde Wesen mir bei unserem nächsten Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Okay. Das wäre das. Dann noch einmal zu dem Typ hier da hinten zurück. Gehe ich eigentlich richtig? Ja. Ich muss einfach nur gerade drauf zugehen. Warte mal. Da folgen sie mir. Hechchen!
Und noch mehr Trunk, ne? Dann machen wir hier einmal wieder unseren Kopfmann gefunden, dann sollte das ja kein Problem sein. Genau. Ah! Was machst du denn da hinter mir? Ich kündige dich vorher an. Trotzdem noch getroffen. So, von euch nehmen wir mit. Wo sind die Wölfe noch? Oder sind sie beim nächsten Mal einfach wieder da, wenn ich zurückkomme? Das wäre natürlich noch schöner. Ich würde mir Arbeit ersparen. Dann sind wir auch schon angekommen, ne? Ja. Hier sind wir bei den Holzfällern. Und da ist Jaron. Sprecht! Der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt. Wurde auch Zeit. Hier ist euer Anteil. Ist ein wahres Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, Hexer. Gleichfalls, Jaron. Sprecht! Okay. Seid ihr für das Holzfällen verantwortlich? Nein, wir verscheuchen Spechte. Natürlich sind wir dafür verantwortlich. Wir sind Holzfäller. Arbeitet ihr für eure eigene Börse oder für jemand anderen? Wir arbeiten unabhängig, erhalten jedoch auch Aufträge von Kaufleuten wie Leuwarden. Damit haben wir wochenlang zu tun und verdienen anständig. Ihr seid der Anführer der Holzfäller? Ja, diese Faulpelze können doch ohne mich nicht mal richtig pissen. Der da mit dem Schnäuzer. Ich kann machen, was ich will. Er pisst sich trotzdem in die Stiefel. Wie ich sehe, haltet ihr sie an der kurzen Leine. Angesichts der Gefahren ist Disziplin nötig. Ich herrsche mit eiserner Faust, damit alle heil nach Hause zurückkehren. Jedenfalls die meisten. Kommt ihr mit den Einheimischen aus? Eine Bande von Degenerierten. Die Ziegelbrenner faseln ständig von ihren Göttern und der Unterwasserwelt. Und die Druiden sehen es gar nicht gern, wenn Bäume gefällt werden. Verständlicherweise. Adieu. Okay. Dann. Können wir jetzt einmal zurück und können den Steg bei Nacht verteidigen. Sollte ja jetzt möglich sein. Hoffe ich einfach mal. Wir werden es sehen. Und danach können wir auch direkt wieder zurückgehen nach Vysima. Denn in Vysima selbst haben wir ja auch noch einiges zu tun. Okay, da sind noch mehr. Das nehme ich auch mal mit. So, hier sind die Ziegelbrenner. Da hinten ist der Steg. So, wir machen das eh bei Nacht jetzt einmal. Hier.
Ich hoffe, dass es die richtige Tageszeit dann ist. Verschont mich! Ja. Geralt, jetzt steh doch mal auf hier. Hast lange genug herumgesessen. So, da kommt noch einer. Ein neuer Kunde? Da. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt so richtig machen. Nee, das war das hier. Och, wo war das denn nochmal? Nein? Nein. Oh, sicherer Hafen. Wo sind die Simpelfahren und die Ungeheuer legen, die nachts zum Hafen kommen? Ach. Ja. Man sollte vielleicht auch lesen, was da. Oder? Wie nee, warte. Die nachts zum Hafen kommen, oder? Finde ich jetzt komplett blöd. Die Simpel fahren und die Ungeheuer legen die Nacht zum Hafen. Komm doch. Bin hier richtig. Verschont mich! Bin hier richtig. Waren nur noch nicht alle Kreaturen, dafür war gestern. Jetzt haben wir alles. Okay. Wer möchte übersetzen? Wir allerdings erst am nächsten Morgen. Nachts redet es nicht so schlecht mit den Leuten. Ja, braucht ihr ein Boot? Ja. Brauchen wir jetzt? Ah, bringt Zeit. Ja. Sonst. Und wir verlassen erstmal vorerst die Sümpfe. So. Na komm. Ja, schön. Wir sind wieder in der halbwegs Zivilisation angekommen. Da ist auch direkt Leuwarden. Halli, hallo? Ja? Ja. Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Können wir irgendwas verkaufen? Ja, den will ich eigentlich nicht verkaufen. Aber ich kann noch mal ein paar Feuersteine verkaufen. Wir haben so viele im Lager noch. Das ist schade, dass tatsächlich, also gar nicht. Da reißen sich alle um eine Hafendirne. Auch nicht schlecht. So. Dann gucken wir doch mal. Na, ist da einer vom Einkaufen zurück? Supermarkt war mega voll. Oh, scheiße. Der hat es ja jetzt geschafft. Das ist erstmal das Einkaufen hinter dir. So. Gehen wir jetzt am besten vor. Oh, ja. Ihr bringt nur Ärger. Sei nett zu mir, ne? Was für ein Wolkenbruch. Ich kann dich mit einem Schwerthieb erledigen. Ich schrecke auch vor alten Großmütterchen nicht zurück. Oh, was ist denn hier los? Ihr seid tot. Ja, wahrscheinlich nicht. Mehr. Eigentlich hatte ich nicht vor zu sterben.
Oh, waren denn schon alle? Oh, hoppala. Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Echt? Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt. Beruhigt also, okay, euch, manchmal auch. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, weißer Wolf. Du bist ja reaktiv und ich muss sie... Okay, Hela Thaler, kauft man neuen Faden. Ja, okay. So, was habt ihr denn Schönes dabei? Alles und nichts, ne? Die paar Dalerchen könntet ihr euch eigentlich auch sparen. Ziegenmilch. Okay. Sie verschwinden wie von Geisterhand. So, ich werde einmal eine ganz kurze Pause machen. Ich muss mal jetzt ganz dringend wohin. Ist aber auch ein guter Punkt, gerade zu speichern. Und dann gucken wir gleich mal. Dann grasen wir gleich mal wie Sima ab. Wir haben ja hier einiges an Sachen abzugeben. Und müssen ja noch einiges Verdächtige fragen. Es wird überall und machen. Ja, mal gucken. Wie es dann weitergeht. Einmal kurz hier. Ja, so, hier rüber.